Die Wiener Polizei hat mit einem Rassismusvorwurf zu kämpfen. Es geht konkret um eine Amtshandlung, die sich am Sonntag gegen 17 Uhr abgespielt hat. Dabei ist ein 16-Jähriger von einem 26-jährigen rumänischen Staatsbürger attackiert worden. Es war eine Gruppe von drei Männern zwischen 16 und 20 Jahre alt, die hier verletzt wurden. Es kam zu einer Schlägerei und zwei dieser Personen, ein 16-Jähriger und ein 20-Jähriger, wurden im Anschluss ins Krankenhaus gebracht bzw. von der Wiener Rettung hier sozusagen ersthilflich versorgt. Jedoch die eigentliche Attacke, die galt einem 16-jährigen österreichischen Staatsbürger mit einer österreichischen Mutter und einem nigerianischen Vater, der allerdings natürlich auch die österreichische Staatsbürgerschaft hat. In sozialen Netzwerken hat dieser 16-Jährige angegeben, dass im Zuge der Amtshandlung, obwohl er eigentlich ein Opfer war, ihm wurde bei der Auseinandersetzung mit dem 26-Jährigen auch die Nase gebrochen, dass er im Zuge der Amtshandlung, obwohl der Name bereits den Behörden bzw. der Polizei bekannt war, als Neger bezeichnet wurde. Das sogenannte N-Wort, das sei mehrmals gefallen. Das wurde in sozialen Netzwerken vom betroffenen 16-Jährigen behauptet. Die Wiener Polizei nimmt diesen Vorfall sehr, sehr ernst. Sie sagt, es hat Rassismus bei der Wiener Polizei überhaupt keinen Platz. Dieser Vorfall wird sehr, sehr ernst genommen und natürlich auch geprüft. Es wird von Seiten von freien Journalisten auch hier aufgerufen, dass sich Zeugen entsprechend zu melden haben, wenn es hier konkrete Hinweise gibt. Also es wird sehr, sehr geprüft. Es bleibt sehr, sehr spannend, wie sich diese Causa entwickelt, ob hier der Wahrheitsgehalt gegeben ist. Denn es sind natürlich erhebliche Vorwürfe, mit denen hier die Beamten konfrontiert werden. Es ist auch sehr, sehr spannend, ob sich, falls sich die Vorwürfe als unwahr herausstellen, diese Postings in den sozialen Netzwerken möglicherweise auch als Hasspostings qualifizieren.